Hallo zurück und guten Tag. Fehlende Pflegekräfte sind seit Jahren das Nadelöhr unseres Gesundheitssystems. Vor allem fehlen die gut ausgebildeten Fachkräfte in der Intensivpflege auf den Intensivstationen. Auf dem Arbeitsmarkt sind, getriggert durch jahrelange Fehlanreize, aktuell kaum Pflegekräfte zu finden. Woran liegt das? Welche Gründe gibt es dafür? Welche Möglichkeiten gibt es, die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern? Denn klar ist, die Pflegekräfte sind diejenigen, die den ganzen Tag am Bett der Patienten stehen und nicht die Ärzte. Ohne Pflegekräfte können Patienten nicht mehr behandelt werden. Das führt uns die Corona-Pandemie jetzt sehr deutlich vor Augen. Über dieses Thema möchte ich jetzt diskutieren mit Thomas van den Hoven, Pflegedirektor des Universitätskrankenhauses Münster und Vertreter der nichtärztlichen Mitglieder im Vorstand der DIVI, mit Frau Cordula Schulz-Asche, Abgeordnete Bündnis 90 Die Grünen, Entschuldigung, im Deutschen Bundestag und hier Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik. Was mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, ist, dass sie nämlich noch gar nicht da ist, glaube ich. Ich sehe sie doch. Sie sind bei uns. Wie schön. Sie standen gerade noch im Stau. Wunderbar. Ich glaube, ich musste nur vom Arbeiten in meinem Haus, wo ich wohne, flüchten und bin jetzt im Büro, habe deswegen auch eine Jacke an, weil es hier nicht geheizt ist und hoffe, dass es bald warm ist, dass ich dann auch wieder ein bisschen normaler aussehe. Ja, wunderbar. Wir werden erhitzt diskutieren, dann wird Ihnen auch warm, hoffe ich. Wunderbar. Dann haben wir auch Lothar Ulrich hier bei uns, Vorsitzender der DGF, der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste. Professor Michael Isfort vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung, Tillmann Müller-Wolf, Vorsitzender der DIVI-Sektion Pflegeforschung und Pflegequalität. Und damit ist die Runde voll. Schön, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen. Ja, ich möchte die Talkrunde mit einem Zitat von Ihnen, Herrn van der Hoven, eröffnen. Ich zitiere aus einem Beitrag der Deutschen Welle vom 11. November dieses Jahres. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen steigt erneut dramatisch an. Zwar sind die Krankenhäuser in Deutschland von der Infrastruktur her auf den neuen Ansturm vorbereitet, nicht aber personell. Herr van den Hoven, Sie haben als Pflegedirektor einer Klinik und DIVI-Vorstandsmitglied ja einen guten Überblick. Wie viele Pflegekräfte, denken Sie, fehlen denn derzeit in Deutschland in der Intensivpflege? Sie mussten diese Frage stellen. Die ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Also da gibt es verschiedene Zahlen. Ich denke, wenn man sagt, dass im Bereich der dreijährig examinierten Intensivpflege circa 4.000 bis 5.000 Kräfte, vielleicht auch 6.000 fehlen, ist man ungefähr da, wo man hin muss, zu einem eher unteren Versorgungsansatz. Und wenn wir eine gute Versorgung im Bereich der Intensivpflege erreichen wollen, dann fehlen uns hier sicherlich 7.000 oder 8.000 Pflegekräfte. Aber das ist immer unser Problem. Deswegen betreiben ja viele professionell Pflegende die Verkammerung nach vorne. Wir haben keine belastbaren Zahlen. Wir haben immer nur Statistikerangaben oder aus verschiedenen anderen, aber die sind immer abgeleitet auf freiwilliger Basis und wir brauchen dringend Zahlen, mit denen wir auch wirklich arbeiten können. Gerade weil man den Mangel so schwer beziffern kann, wäre es ja auch mal ganz interessant zu hören, wie es denn im Alltag dann aussieht. Also vielleicht können Sie uns mal jetzt in der aktuellen Situation von Ihnen die Situation als Pflegedirektor schildern. Das ist ja eine komplette Mangelverwaltung sozusagen. Wie managen Sie das? Lassen Sie dann im Zweifel auch mal selber den Stift fallen und gehen auf die Station? Na, ganz so schlimm ist es noch nicht, zum Wohle der Patienten. Aber es ist in der Tat so, im Ultima Ratio würden wir auch unsere Stäbe und Pflegedienstleitungen heranbringen. Im Moment ist es allerdings wirklich so, wir schließen andere Bereiche, um Personal freizusetzen für die Intensivbereiche. Wir haben jetzt heute Nacht sind wir relativ vollgelaufen, jetzt auch mit Patienten aus dem Ruhrgebiet, die dringend behandlungsbedürftig sind. Das heißt, wir sind da auch am Anschlag unserer Möglichkeiten und ziehen dann aus dem OP und aus anderen Bereichen Personal ab, um die konservativen Intensivstationen, wo die Covid-Patienten liegen, zu betreuen. Das ist leider in der Tat wirklich eine Mangelverwaltung. Das kriegen wir hin. Aber es dient nicht dazu, die Freude an unserem Beruf zu steigern oder die Pflegeproblematik nach dieser Krise zu verbessern. Frau Schulz-Asche, Sie sind Alten- und Pflegesprecherin der Grünen im Bundestag. Dringt dann das Problem des Personalmangels wirklich tief genug in die politischen Entscheidungsebenen ein? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Naja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass es doch eine ganze Reihe von Gesetzen gab, aber die
letztendlich wirklich nicht in der Pflegepraxis ankommen. Und das hat sicher was damit zu tun, dass andere Gruppen einfach sehr viel lauter und besser organisiert auftreten. Wir hören praktisch die Pflegefachkräfte vor allem. Es geht ja hier auch auf der Intensivstation auch vor allem um Fachkräfte, die spezielle Ausbildungen haben. Das dringt praktisch in den politischen Raum kaum vor. Und deswegen brauchen wir, und das ist ja auch, was wir als Grüne seit langem fordern, eine starke berufsständische Vertretung der Pflegefachkräfte, damit sie in dem großen System, in dem ja starke Player sind, wie die Krankenkassen, wie die organisierte Ärzteschaft in mehrfacher Hinsicht, wie die großen Krankenhausgesellschaften, da kommt die Pflege eben nicht ausreichend zu Wort und hat aber natürlich eine zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung, und zwar sowohl in der Akutpflege, in den Krankenhäusern, als natürlich aber auch im ambulanten und stationären Bereich der Langzeitpflege, der Altenpflege. Und alle diese Bereiche sind in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, leider nicht ausreichend berücksichtigt in allen Maßnahmen, angefangen von den Arbeitsbedingungen, von den Gehältern, aber eben hin auch zu modernen Pflegekonzepten. Da fehlt die Ausbildung, die Weiterbildung, die Fortbildung, die Integration akademisch ausgebildeter Fachkräfte in den Alltag der Pflege und so weiter und so fort. Wir sind hier in Deutschland seit vielen, vielen Jahren ein Entwicklungsland, und wie gesagt, ich bin ja im politischen Bereich, ich versuche ja für die Pflege auch eine Stimme zu sein als gelernte Krankenschwester, aber es ist halt wirklich schwer, solange die Berufsangehörigen sich selber nicht stärker organisieren, als es bisher der Fall ist. Der Begriff Pflegekammer ist ja schon gefallen. Ich glaube, dass das wirklich überfällig ist und eine der Lehren aus der Corona-Pandemie, dass wir tatsächlich ein sehr viel besser abgestimmtes System von Fachpflege in unserem Gesundheitssystem brauchen. Dankeschön. Ich würde gerne mit Herrn Ulrich fragen, gehen Sie da mit, was Frau Schulz-Asche gerade gesagt hat? Sind einfach viel zu wenig Maßnahmen umgesetzt worden? Wie können denn Ihrer Meinung nach mehr Pflegekräfte wieder geholt werden, vielleicht auch zurückgeholt werden, und wie ausbilden, wie weiterbilden, wie auch halten in dem Berufsfeld? Ja, ich glaube, ich würde gerne anschließen an meine Vorredner oder Vorrednerin und auch meinen Vorredner. Also erstmal, glaube ich, ist es nochmal wichtig zu betonen, dass wir im Moment in Deutschland eigentlich gar nicht wissen, wie viele Pflegekräfte, wie viele Intensivpflegekräfte wir haben. Ich kenne von Frau Schulz-Asche die Anfrage an die Bundesregierung. In der Augsburger Zeitung, Augsburger Allgemeinen, steht dann, wir haben insgesamt 25.000 Fachpflegekräfte. In der DKI-Studie 2017 lese ich was von 53.000 Vollkräfte arbeiten auf der Intensivstation. Das heißt, wir wissen in Deutschland überhaupt nicht, wie viele Pflegekräfte wir haben. Und deswegen können wir auch ganz schlecht sagen, wie viel fehlen uns eigentlich. Wenn Herr Pfannenhofen sagt 3.500 bis 4.000, ist das ja die Divi-Meinung. Ich weiß das gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, bin ich vollkommen hilflos an der Stelle. Und das ist eine Forderung auch an die Politik. Das heißt, wir wissen genau, und Herr Isfort hat das ja immer sehr schön betont, wir wissen genau, wie viele Belegbetten der Augenarzt in Mecklenburg-Vorpommern hat. Aber wir wissen nicht in Deutschland, wie viele Intensivpflegekräfte, geschweige denn, wie viele fachweitergebildete Intensivpflegekräfte wir eigentlich vor Ort haben. Und das ist erst ein Auftrag, den wir dringend erfüllen müssen. Auch das Intensivregister sagt uns, wie viele Beatmungsplätze wir haben. Aber ich habe bisher noch nichts davon gelesen, und das wäre auch eine Forderung. Wenn wir so ein Register haben, dann müssen wir auch wissen, wie viel Pflegepersonal haben wir eigentlich, um diese Beatmungsplätze betreuen zu können. Und das ist in Deutschland ein Riesenmanko. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau Schulz-Asche. Wir müssen an der Stelle, und da sind Sie sicherlich im Moment gar nicht der richtige Ansprechpartner, aber wir müssen in den Ländern dafür sorgen, dass auch die Pflegekammern oder Berufepflegekammern auch eine Chance haben zur Entwicklung. Es ist ja ein Signal, was gerade gegeben wird, gerade in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo Pflegekammern, die eingerichtet worden sind, denen noch nicht mal anderthalb Jahre Zeit gegeben wird, überhaupt ihre Aufgaben aufzunehmen, um dann schon wieder politisch zu entscheiden, aber wir stellen sie mal wieder ab, wir stellen das Ganze ein. Also was sind das für Signale, auch der Wertschätzung gegenüber unserer Berufsgruppe? Da muss ich sagen, bin ich schier entsetzt. Also so wird man sicherlich das Problem nicht lösen. Ja. Und ich glaube,
Da ist jede Landesregierung gefordert. In Nordrhein-Westfalen haben wir zum Glück die Unterstützung von Herrn Naumann, was Pflegekammern angeht. Aber es gibt wirklich, es ist ja erschreckend, außer Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein gibt es ja keine im Moment funktionierende Landespflegekammer. Niedersachsen wird schon abgewählt. Also von daher, aber die Frage, die Sie gestellt haben, was brauchen wir eigentlich? Ich glaube, wir müssen an den Rahmenbedingungen arbeiten. Ganz einfach an den Rahmenbedingungen, weil das, was jetzt passiert, oder die Corona-Pandemie wirkt ja wie ein Brennglas eigentlich. Ein Brennglas auf das, auf die Personalsituation auf den Intensivstationen. Sie ist aber nicht vom Himmel gefallen, sondern sie hat sich über 20 Jahre, 30 Jahre entwickelt. Und sie hat auch was mit der Ökonomisierung im Gesundheitswesen zu tun. Ich würde an dieser Stelle vielleicht gerne mal Professor Isfort fragen. Sie wurden ja auch direkt gerade angesprochen nach diesem doch sehr vehementen politischen Aufruf gerade. Es ist also offenbar sehr schwierig, diese ganze Problematik in Zahlen festzumachen. Aber aus Sicht der Pflegeforschung stellt man sich ja immer vor, da muss es doch technische Tools geben. Wie gehen Sie denn da vor? Also das, was wir ja machen können oder das, was wir erst einmal feststellen können, ist tatsächlich, wir haben erhebliche Lücken in diesen allgemeinen Statistiken, also in der Krankenhausstatistik, wo das nicht weiter differenziert wird. Wo arbeitet das Personal? Da wird abgebildet, wie viel Personal gibt es mit einer entsprechenden Fachqualifikation. Es wird aber nicht unterschieden, wo sind die. Deswegen haben wir genau diese Lücken. Die könnte man, glaube ich, sehr einfach schließen, indem man die Grunddaten der Krankenhausstatistik entsprechend anpasst. Das wäre das eine. Das andere ist, was können wir aus der Perspektive der Pflegewissenschaft machen? Wir machen da ja sehr viel. Also seit dem Jahr 2000 versuchen wir bei uns im Institut regelmäßig eine eigene Pflegeberichterstattung durchzuführen. Das nennt sich Pflegethermometer. Das ist die größte durchgängige Datenreihe in unterschiedlichsten Feldern der Pflege. Aber mehr außer, dass wir sagen, auf der Ebene der Freiwilligkeit werden dort in Einrichtungen Daten erhoben. 2012 haben wir das auf 540 Intensivstationen gemacht, haben da Leitungskräfte angefragt. Aber auch das läuft immer über die Frage der Freiwilligkeit. Wir sind auf das Engagement der Leitungen, der Direktoren angewiesen, um dort an Kennzahlen zu kommen in der Pflege. Der Ursprungspunkt war tatsächlich, dass wir im Jahr 2000 festgestellt haben, immer wenn wir über den größten Versorger der Bundesrepublik sprechen, wissen wir am wenigsten. Also das ist die Grundproblematik und die hat uns eben dazu geführt zu sagen, wir brauchen solche Befragungsreihen, wir brauchen solche Möglichkeiten, die übrigens in aller Regel überhaupt gar nicht gewollt oder gefördert werden. Also das heißt, es gibt keine Ausschreibungen für so etwas. Wir müssen das selber machen. Wir müssen selber gucken, woher kriegen wir Stiftungsgelder, um so etwas durchzuführen. Und dann brauchen wir die Mitarbeit der Pflegekräfte. Das funktioniert sehr gut. Also wir haben 10.000 Pflegekräfte 2009 interviewt. Wir haben 540 Intensivstationen 2012 untersuchen können. Aber wir können das gar nicht jedes Jahr machen. Das sprengt unsere Möglichkeiten. Ich möchte an dieser Stelle auf einen kleinen Film hinweisen. Das Stichwort Pflegekräfte befragen. Das geht ein bisschen in Richtung von Herrn Müller-Wolf. Von Ihnen haben wir nämlich noch nichts gehört. Sie setzen sich dafür ein, dass mit dem Jammern aufzuhören ist und befürworten eine deutlich höhere Anerkennung der Pfleger. Ich darf Sie zitieren mit den Worten, wir diskutieren nur den Mangel. Wir müssen unseren Beruf qualitativ darstellen. Es darf kein Intensivbett ohne Pflege geben. Und damit wir die Stimme der Pflegenden auf den Intensivstationen auch einmal befragt haben. Das war letztes Jahr auf dem DIVI-Kongress. Da haben wir eine Videobox aufgestellt und die Pflegenden gebeten, aus ihrem Alltag zu berichten und was es für sie bedeutet, Pfleger zu sein. Da schauen wir jetzt mal rein. Das sind die vielen schönen Momente, die Patienten, denen wir helfen können. Die vielen Operationen, die funktionieren, die Sorgen der Patienten, die wir nehmen können und das positive Outcome, das wir geben können. Junger Mann, 48 Jahre alt, reanimationssüchtig war, fast 2 Stunden reanimiert wurde, den Aufwachversuch gut überlebt hat und zum Ende nach 4 Wochen dann laufend die Intensivstation wieder verlassen hat. Das fand ich richtig toll. Ich glaube, das ist der Lohn der Arbeit, dass Menschen die Therapie, die wir ihnen anbieten, schaffen und
ja, wie Sie das ein oder andere Mal wiedersehen können. Nach zwei Berufsjahren hatten wir eine Phase, wo sehr junge Patienten gekommen sind, die vor 6 Stunden noch gelaufen sind, sich gut gefühlt haben, intubiert worden sind und dann eine ECMO bekommen haben und 12 Stunden später tot waren. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis und seitdem lebe ich noch bewusster. Wir arbeiten am Patienten und wir sind es, die den Dienstleistungsauftrag unserer Patienten bekommen. Man sollte sich wirklich überlegen, inwieweit eine Intensivpflege ohne Therapieziel fortführen sollte, weil das macht uns wirklich kaputt. Ich werde motiviert in meinem Job durch weitere Fortbildungen und Teamwork ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Dadurch motiviert man sich gegenseitig und hat Spaß bei der Arbeit und man lernt nie aus. Man lernt jeden Tag was Neues dazu, interdisziplinär in den Krankenhäusern, wie auch in der Luftrettung zum Beispiel durch Piloten. Und das ist ein großer Punkt und das motiviert mich sehr in meinem Job. So, das waren die Stimmen der Pflegenden. Herr Müller-Wolf, bildet der Film denn die Stimmung richtig ab? Wie schätzen Sie das ein? Wie ist das in der Realität? Ich glaube, das war ein sehr schöner Ausschnitt, den Sie hier dargestellt haben. Ich glaube, auch wenn Pflegende nach Wertschätzung rufen aus der Intensivstation heraus, dann sprechen sie häufig tatsächlich von Anerkennung oder dem Ruf nach Anerkennung der Leistung, die sie dort tatsächlich auch erbringen. Es ist nicht so, dass die Pflegenden sich gern in dieser Opferrolle sehen, in die sie leider von den Medien häufig so ein bisschen reingepresst werden. Schlussendlich geht es um Anerkennung der fachlichen Leistungen, die dort erbracht werden. Ich möchte es so ein bisschen eigentlich wegdiskutiert haben von der Pflegerrolle, die immer so das noch erledigt, was zum Schluss übrig bleibt. Also ich habe hier ein schönes Zitat mir von einer ganz berufenen Person dann nochmal rausgelassen, die das eigentlich schon sehr früh aufgeschrieben hat. 1859 in Notes of Nursing schrieb die Florence Nightingale, dass das Ziel der Krankenpflege eigentlich darin besteht, die Bedürfnisse des Patienten zu erfüllen und die Umgebung des Patienten so zu manipulieren, dass er in dieser Umgebung einen gesunden Zustand wieder erlangen kann. Wenn Sie genau das auf die heutige Situation auf der Intensivstation übertragen, dann treffen Sie damit ziemlich genau auch das, was die Pflegekräfte eigentlich gerade in Ihrem Video ausgedrückt haben. Sie möchten in der spezifischen Situation der Erkrankung dieses Patienten mit seinen Angehörigen, mit den Medizinern zusammen, mit den Physiotherapeuten zusammen, im interprofessionellen Team das Beste an Kümmern an den Tag legen können, das der Patient braucht. Und das wiederum, das wissen Pflegende ziemlich genau aus unserer Erfahrung, dass sie wissen ziemlich genau, was man am Patientenbett, am Patient selbst leisten muss, damit es dem ein Stück weit besser geht oder man ihn in Richtung der Gesundheit ein Stück wieder bringen kann. Und häufig sind aber die Bedingungen so ein bisschen die Stolpersteine dazu, genau das auch anwenden und durchführen zu können. Und hier kommt dann zum Tragen, dass die Anerkennung nicht mehr so ganz da ist oder gefühlt wird, dass sie nicht mehr da ist, weil ich kann ja meinen Job am Patienten oder wie es gerade genannt wurde von dem Herrn im Video, die Dienstleistung am Patienten gar nicht in der Fülle, wie sie von mir gefordert wird, erbringen. Das ist schwierig für die Pflegenden. Sie haben auch gerade angesprochen, die Hierarchie spielt auch eine Rolle. Sie sagen schließlich, die Pflege betreibt das Krankenhaus und nicht die Ärzte. Wie meinen Sie das konkret? Ja, das ist sicherlich ein bisschen eine auch polemische Aussage hier, aber die ist wichtig, dass man sie sich einfach mal auf der Zunge auch zergehen lässt. Dieser benevolente Paternalismus, dass alles im Krankenhaus arztgetriggert ist, ist schlussendlich so ein bisschen eine Sichtweise aus dem letzten Jahrhundert, muss man sagen. Und wenn wir daran nicht arbeiten, dass wir, und auch Frau Schulz-Asche hat es ja genannt, die Pflegenden sind diejenigen, die 24 Stunden quasi unablässig an der Seite des Patienten sind. Und wenn wir heute wir haben jetzt 20 Jahre in der Pflege über Delegationsrecht diskutiert und sind juristisch nicht so richtig vorangekommen, wer darf denn jetzt was und wer soll was machen? Schlussendlich, wenn wir mal nach dem Patient schauen und den fragen würden, dann würde ganz vieles dieser Tätigkeiten vermutlich
wunschmäßig bei den Pflegenden landen, weil sie genau wissen, die Pflegenden sind eigentlich die Kümmerer, die hier neben dem Bett stehen. Und dann hat der Patient noch ein zweites Bedürfnis an der Stelle. Der möchte, dass es jemand tut, der das auch kann. Und wenn Pflegende also dazu befähigt werden, heute mit Fachweiterbildungen auf hohem Niveau, mit Studiengängen, wir A&P-Nurses haben in den Krankenhäusern, wir sie dann aber nicht aus alten juristischen Betrachtungen heraus nicht tun lassen, was sie denn durchführen könnten zum Patientenwohl, dann haben wir natürlich auch eine Ressource im Gesundheitswesen, die wir gar nicht nutzen, sondern die wir qualifiziert haben und dann schnell frustrieren. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal ansetzen. Da ist sowohl die Politik, aber natürlich auch die DGF, die wie alle Verbände gemeinsam mit den Pflegekammern jetzt zukünftig gefordert, hier vernünftige Strukturen aufzubauen, dass die Krankenhäuser sich trauen, solche neuen Arbeitsmodelle auch zuzulassen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die Entlohnung. Heute Morgen habe ich auf einer Nachrichtenstation zu dem Thema gehört, dass es eine Erhöhung, Lohnerhöhung gab von, ich glaube, 1 Euro und 1 Cent pro Stunde für die Tätigen in den Krankenhäusern, die Pflegenden in den Krankenhäusern. Ich glaube, 86 Cent waren es für die Altenpflege. Soweit ich das verstanden habe, wurde das im Juni diesen Jahres besprochen oder umgesetzt. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig für einen Laien jetzt wie mich beispielsweise einzuschätzen, ist das denn jetzt ein großer Schritt? Ist das viel oder ist das wenig? Weil man ja gar nicht weiß in der Regel, auf welcher Basis baut das auf. Herr van den Hoeven, wie viel verdient denn eine Pflegekraft heutzutage? Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist ja genau das Problem in dieser Diskussion. Ich mache mich da ab und zu mal ein bisschen unbeliebt, aber ich sage ganz klar, es ist aus meiner Sicht ein bisschen ein Namenmärchen, wenn immer wieder skizziert wird, dass die Pflegekräfte auch gerade auf den Intensivstationen irgendwie so an der Armutsgrenze sind. Das ist nicht der Fall. Also wir bezahlen unsere Pflegenden auch gerade im Intensivbereich durchaus nicht schlecht. Aber das kann auch noch besser sein, weil die Aufgabe ist hochanspruchsvoll. Aber ich glaube, diese Gelddebatte, die wird dadurch verzerrt, weil über Pflege, über ganz verschiedene viele Bereiche von Pflege immer gleichzeitig gesprochen wird. Und die Situation im Altenpflegebereich und in der Behindertenpflege ist nicht vergleichbar mit der klinischen Pflege. Und in der klinischen Pflege haben wir Riesenunterschiede, ich sage jetzt mal, zwischen einer psychosomatischen Jugendstation und zwischen einer KMT-Station oder zwischen einer Intensivstation. Das ist, glaube ich, kann man so in der Form nicht sagen. Klar ist aber, dass uns die Anreize fehlen. Also die Lohnsteigerung, wenn Sie zum Beispiel einen Fachkurs machen, nochmal 2 Jahre Zusatzausbildung machen oder wenn Sie sagen, ich mache jetzt nochmal einen Bachelor oder sogar einen Masterstudiengang und bin in der klinischen Pflege, dann sind die Lohnstufen, die da sind wir jetzt gerade dabei, überhaupt erstmal Lohnstufen einzuführen und wenn man die sich anguckt, sind die sehr überschaubar. Und das muss sich ändern aus meiner Sicht. Das muss sich lohnen, sich fortzubilden, um mit einer höheren Professionalität am Bett seine Arbeit zu erbringen. Das muss für die Pflegekraft wieder lohnend werden. Die Grundvergütung, sage ich jetzt mal, von der klinischen Pflege, die ist so schlecht nicht. Aber die Steigerungsmöglichkeit, die ist wichtig. Also das muss dann eben auch honoriert werden. Herr Müller-Wolf, was müssen denn Pflegende oder was fordern Pflegende denn? Also ich habe vor allen Dingen diesen Ballungsraum, das Ballungsraumproblem vor Augen, da scheint es besonders brisant zu sein. Und ich glaube, Sie haben gefordert, dass man ganz klar das auch beziffert, das Gehalt müsste um die Miete einer Ein-Personen-Wohnung erhöht werden. Das haben Sie, glaube ich, so recht plakativ mal von sich gegeben. Ist das realistisch? Das kann ich mich nicht erinnern, dass das jetzt hier zugeschrieben hat, das Zitat. Das tut mir leid, dann habe ich das aus Versehen falsch zugeordnet. Ja, und eine steile These. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt Runde vielleicht gewesen. Kann oder ob das, ich nehme es dann gerne mit, wenn das geeignet ist. Aber ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt über eine Großstadt in Mecklenburg-Vorpommern spreche oder in Sachsen oder hier in Süddeutschland gerade.
wie die Mieten da entsprechend auch sind. Und Sie können das ja nicht an die Regionen so stark anpassen, dann haben Sie ja wiederum eine Wanderung oder eine Wanderbewegung ausgelöst. Nein, das war sicherlich ein polemischer Kommentar eines Kollegen von Ihnen, der natürlich sagen wollte, damit, wenn Pflegekräfte sich die Wohnung, die Miete nicht mehr leisten können, dann wandern sie ab und da ist einfach zu schlecht entlohnt, ja. Richtig, und das ist natürlich, wenn ich über einen Mangel spreche, und wir können das ja, wir haben vorhin über die Ziffern und die Zahlen gesprochen. Es kommt ja nun nicht darauf an, wie viel zahlenmäßig tatsächlich gerade fehlen, weil wir können ja gar nicht jetzt heute die Lösung erarbeiten, ob wir jetzt 500 oder 5000 brauchen. Wir kriegen ja heute gar nicht die Lösung hier parat. Wir können uns nur überlegen, wie es besser wird, aber schlichtweg bleibt doch bestehen. Es sind zu wenig Fachpflegende gerade da. Wenn das jetzt im internationalen Kontext man mal kurz betrachtet, dann wäre das so, dass in der Pflege etwas besser entwickelten Länder dort schlussendlich die Pflegenden hingehen würden, wo besser bezahlt wird, weil dort die Möglichkeiten eben bestehen, Pflegende auch ein bisschen anreiztechnisch zu bezahlen oder auch qualitativ. Bei uns ist es aber so, die Fachpflegenden werden weniger oder die Patienten werden mehr. Ist eigentlich unerheblich, wie rum das jetzt passiert gerade. Jetzt haben wir gerade eine Pandemiesituation, dann werden offensichtlich die Patienten ein bisschen mehr. Das kann man auf der Intensivstation schon abfangen. Die Menschen, die dort arbeiten, die können mit Belastungsspitzen umgehen, sonst hätten die diesen Beruf nicht gewählt. Aber Sie können sich jetzt vorstellen, wenn das keine Belastungsspitze mehr ist, sondern eine Dauerbelastung und sich das in bestimmten Ballungsgebieten vielleicht nochmal dann sogar aufschaukelt, dann ist es natürlich eine Situation, wo die Pflegenden sich vielleicht sehr wohl überlegen, ob sie das Krankenhaus oder gar die Region wechseln und sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich muss hier nochmal überlegen, ob ich hier am richtigen Ort bin. Ich möchte Sie übrigens an dieser Stelle auch ermutigen in der Runde. Sie dürfen sich gerne auch untereinander austauschen und ansprechen. Sie müssen nicht immer über mich gehen. Also wenn jemand was auf dem Herzen hat, darf er gerne jetzt hinaus damit. Das würde ich gerne. Wer meldet sich? Ansonsten mache ich einfach weiter. Das war nur mal so eine kleine Aufforderung, weil manche denken, bei diesen Zoom-Konferenzen muss man sich unglaublich zurücknehmen, und was natürlich zum Teil auch der Fall ist. Aber Sie dürfen auch gerne frei von der Leber her wegsprechen. Ja, bitteschön. Frau Schulz-Asche, Sie. Ladies first, bitte. Dankeschön. Die Frage vom Fachkräftemangel ist ja keine neue Situation. Wir haben ja im Gegenteil, im Gesundheitswesen ist ja der demografische Wandel seit Jahren gut untersucht, welche Auswirkungen das hat auf die, überhaupt auf die, bis zur Verfügung stehen von jungen Menschen, die diesen Beruf ergreifen können und eben auch bis zum Ende durchführen können, und der steigenden Zahl von Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, und zwar sowohl natürlich in den Krankenhäusern, aber natürlich auch im ambulanten und stationären Altenpflegebereich. Wir haben mal so eine Torte, so eine Statistiktorte gehabt. Da ist im Jahre 2060 die Hälfte der Bevölkerung überhaupt noch im erwerbstätigen Alter und der Rest der Bevölkerung ist entweder schon zu alt oder noch zu jung. Und das ist die Situation, auf die wir zulaufen. Das wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Das weiß die Politik, das weiß die Gesellschaft. Aber gerade die Pflegeberufe, die ja zahlenmäßig sehr, sehr viele sind, das würde jede Verbesserung, übrigens was die Menge des Personals angeht, aber auch was die Bezahlung angeht, würde bedeuten, dass wir tatsächlich bereit sein müssen, mehr für Gesundheit auszugeben, mehr Geld für das Gesundheitswesen in die Hand zu nehmen. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptprobleme auf politischer Seite, warum da nicht besonders, ich sage mal, besonders hurtig vorangegangen wurde. Die Selbstvertretung hatte ich vorhin schon angesprochen. Aber wir haben zum Zweiten ein gesellschaftliches Problem, dass es so eine Einstellung gibt, dass eigentlich Pflegen jeder kann. Ich habe ja auch viel mit pflegenden Angehörigen zu tun, die eine ganz hervorragende Arbeit machen, aber die sind eben keine ausgebildeten Pflegefachkräfte. Und der Unterschied zwischen jemanden einfach zu füttern oder ihm Essen zu geben beziehungsweise zu waschen, ist zu einer Fachpflege ist eben ein enormer, zur Mobilisierung, zu Versorgung von Wunden und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, braucht man eine Erzählung, die die Besonderheit der Fachpflege tatsächlich nochmal ins gesellschaftliche Bewusstsein bringt. Und das kann am besten natürlich die Pflege selbst, indem darüber erzählt wird, wie Sie ja in dem Film gezeigt haben, worin eigentlich diese Erfolgserlebnisse in diesem Beruf bestehen. Die bestehen nicht darin, dass man, wie das vielleicht ein ärztlicher
ein Arzt hat, dass man eine Therapie verschreibt und der Patient geht wieder gesund raus, sondern es ist dieses ganze Drumherum von Erholung, von Erfolg im Krankheitsverlauf, von der Unterstützung, die man als Pflegekräfte geben kann, damit sich wieder eine Besserung einstellt. Das ist eben nicht ein einfacher therapeutischer Ansatz, sondern ein ganzheitlicher, der eben den Menschen, den pflegebedürftigen Menschen mitsieht. Und das ist, glaube ich, so eine Erzählung, die auch im gesellschaftlichen Bewusstsein überhaupt noch nicht angekommen ist. Und da glaube ich auch, da müssen wir auch alle noch mal schauen, dass wir da anders vorgehen. Aber oft ist es auch bei, wenn jetzt über die Pflege in den Medien geredet wird, dann wird oft ein Arzt gefragt. Ich habe jetzt neulich, gab es eine Sendung über Intensivpflege und wer wird interviewt? Einen Intensivmediziner, der weiß, natürlich weiß er theoretisch, was eine Pflegekraft auf der intensivmedizinischen Station macht. Aber im Detail und welche Bedeutung gerade in der Intensivversorgung die Pflege hat, das ist ja nochmal ein spezieller Fall, das können natürlich Pflegekräfte eigentlich sehr viel besser beschreiben, worin ihre Arbeit besteht, als auch ihre Erfolgserlebnisse. Und da, glaube ich, müssen wir auch hinkommen, dass die Pflege eben, es gibt ja gute Leute, es gibt Pflegewissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehr gut auch bestimmte Aspekte darstellen können und natürlich Leute aus der Praxis. Ich glaube, dass wir auch in den Medien, die Medien dahin führen sollten, dass sie eben auch gerade mehr Leute aus der Pflegefachkräfte aus der Praxis eben sich tatsächlich auch als Gesprächspartner in die Talkrunden holen und nicht nur die Ärzte, meistens ja noch welche, die weit vom tatsächlichen Geschehen entfernt sind. Also ich könnte mir vorstellen, die Medien sind ja auch lernfähig an der Stelle, hoffe ich zumindest, weil ich nehme das auch so wahr, dass gerade jetzt in der Zeit auch viel Mediziner, Professor XY wird gefragt in den Medien. Und ich glaube, dass da die Medien auch ein Stück weit umdenken müssen. Ich will aber einen Aspekt vielleicht nochmal aufgreifen. Und zwar, weil er eben ein bisschen vielleicht zu kurz gekommen ist. Es wird immer gesagt, es geht um Bezahlung der Intensivpflegekräfte oder der Pflegekräfte generell. Es gibt ja viele Befragungen von Pflegenden mittlerweile. Da steht, die Bezahlung ist ein wichtiger Faktor, aber er steht, was Veränderung der Rahmenbedingungen angeht, an dritter oder vierter Stelle. Es geht wirklich um die Arbeitsplatzsituation. Das, was wir eben schon mal geschildert haben oder Herr Müller-Wolf schon geschildert hat, ich lerne etwas, ich mache eine Fachpflegeausbildung, ich erwerbe eine hohe Kompetenz und dann bin ich auf der Station und kann das, was ich gelernt habe, nicht umsetzen bei meinen Patienten im direkten Umfeld des Patienten. Und das ist es, was viele Pflegende, gerade auf der Intensivstation, auch frustriert, weil es nur noch darum geht, schnell, 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 zügig. Wir können nicht mehr das machen, wofür wir eigentlich eine 5-jährige Ausbildung plus Weiterbildung gemacht haben. Und das ist frustrierend auf Dauer. Und dann verlassen die Pflegekräfte leider den Beruf. Und das ist sehr traurig mit anzusehen. Zu diesem Thema gab es auch eine Umfrage, die darf ich mal kurz zitieren. 93% der Mitarbeiter von Intensivstationen befürchten eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen auf den Intensivstationen in den kommenden Monaten. Das geht aus einer Umfrage von Anfang November, denke ich, der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin hervor, an denen auch der DIVI-Präsident Herr Professor Janssens mitgewirkt hat. Beteiligt haben sich dabei 1098 Mitarbeiter, die auf deutschen Intensivstationen beschäftigt sind, darunter 72% Intensivpflegekräfte und 25% Ärzte. Also die Stimmung ist damit nicht sehr gut. Die Frage ist, fürchten deshalb schon viele Intensivmediziner die Post-Corona-Ära, wie ich Herrn Karaganidis aus Köln zitieren darf. Was sagen Sie dazu, Herr Ulrich? Ja, ich glaube, dass die Belastungen im Moment natürlich durch Corona noch mal besonders groß sind. Aber die Pflegenden sind natürlich im Moment in Zeiten der Pandemie auch vorzüglich lösend. Ich glaube, es gibt im Moment keine Intensivpflegekraft, die sagt, ich mache jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift, sondern sie nehmen schon ihren Auftrag wahr. Aber ich befürchte, dass durch die immensen Belastungssituationen, die sie jetzt erleben vor Ort, dass dadurch natürlich nochmal das gesteigert werden kann, dass sie sagen, das kann ich mir nicht länger antun. Und ich spreche hier mit einigen Intensivpflegekräften auch aus dem Bundesgebiet, die mir auch Mails geschickt haben und die sagen, das ist nicht das, was ich mir auf Dauer vorstelle. Und ich glaube, so die innere Kündigung ist bei denen teilweise schon passiert. Und ich befürchte, dass wir das erleben werden.
Wie könnten denn konkrete Maßnahmen aussehen? Vielleicht die Frage an Herrn van den Hoeven, um das Standing der Pflegenden zu verbessern, auch ihnen ein Tool zu geben, sich entsprechend darzustellen, auch positiver darzustellen, um eine Signalwirkung in die Welt zu senden. Haben Sie da Maßnahmen oder Konzepte? Nee, ich möchte an der Stelle ein relativ klares Statement geben. Ich glaube, es geht hier nicht mehr um Darstellung, ich glaube, es geht auch nicht mehr um Geld. Wir müssen jetzt an der Stelle innehalten, müssen sagen, stopp. Wir haben eine Pflegepersonaluntergrenze bekommen, die ist handwerklich aus meiner Sicht nicht gut gemacht gewesen, aber die Idee war richtig. Wir müssen eine Untergrenze einführen, wie viele Menschen können wie viele Patienten verfügen. Der handwerkliche Fehler, der dabei gemacht wurde, ist, es war nicht verkoppelt mit einer Leistungserfassung und daraus abgeleitet mit einer Personalbedarfsbemessung. Das hätten wir gebraucht und das brauchen wir jetzt auch dringend. Ich werde super ärgerlich, ich bin da ganz offen. Wenn ich von irgendeinem PPR 2.0-Tool höre, wo man sagt, man nimmt die Pflegeuntergrenze wieder weg und dann messen wir wieder und dann machen wir wieder so ein bisschen und wenn es dann nicht mehr genügend Pflegekräfte gibt, ja Gott, dann ist halt schlecht. Was wir brauchen, ist eine Personalbedarfsbemessung, die verbindlich ist und die den Kliniken und damit auch solchen Leuten wie mir verbindlich vorschreibt, und zwar alle Kliniken gleich in Deutschland. Wenn ihr nicht genügend Pflegepersonal habt, dann dürft ihr diese Betten nicht betreiben. Ende der Debatte. Und das geht in Deutschland im Moment schief. Wir werden alle gezwungen, die Klinikbetreiber, aber auch in anderen Rollen, letztendlich Marge zu machen, letztendlich Patienten zu versorgen, egal wie viele Pflegekräfte wir haben. Und das ist ein Grundproblem. Und die Politik muss jetzt den Mut haben und sagen, die Pflegepersonalgrenzen, Untergrenzen müssen angepasst werden auf Werte, die auch auf wissenschaftlicher Basis stehen. Da gucke ich in Richtung von Herrn Isfort. Das sind Leute, die so etwas durchaus ausarbeiten könnten. Dafür muss die Politik einen Auftrag geben. Und dann müssen dabei Grenzwerte rauskommen. Und dann sagt man, und wenn ihr weniger Pflegekräfte habt, dann dürfen diese Betten nicht betrieben werden. Und danach können wir uns gerne noch weiter über Geld und Ansehen und Ähnliches unterhalten. Aber wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass nach Covid nicht ein Exodus innerhalb der Pflege einsetzt und im Moment befürchtet. Dann dürfen sich die Kliniken aber auch nicht freikaufen, Thomas. Nein. Ja, klar. Sondern ich zahle lieber die Sanktionsgebühren, als dass ich Betten zu machen. Das darf dann nicht. Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle. Die Sanktionsgebühren im Moment sind ehrlich gesagt ein Witz. Genau, wir haben am Anfang gedacht von der Debatte PPUGV, Sanktionsgebühren, das wäre ein scharfes Schwert. Und es hat sich als Witz entpuppt. Und es gibt Kliniken, ausdrücklich nicht wir, aber es gibt Kliniken im Bundesgebiet, die sagen, jo, mit der Strafzahlung, da verdiene ich mehr Geld, wenn ich es betreibe. Also mache ich es. Und solange man sowas zulässt, das lässt man ja auch politisch zu. Das muss man dann halt einfach so jetzt beenden. Und das geht. Ich würde da gerne nochmal den Blick auf die momentane Situation legen. Und ich glaube, da stecken ja ganz viele dieser Sprengstoffbereiche drin. Ja? Das eine ist, dass wir ja gesehen haben, nichts war schneller außer Kraft gesetzt als die Personaluntergrenze. Das heißt, da gab es noch überhaupt gar keine Not. Das war, glaube ich, am 23. April oder irgendwie sowas. Ja? Und es war kein Krankenhaus voll, es gab überhaupt gar keine Not. Und das Erste, was außer Kraft gesetzt wurde, protektiv, war zu sagen, die Untergrenze wird in ein Moratorium gesetzt. Also das heißt, das zeigt ja die Instabilität oder die sozusagen die Willkürlichkeit eines solchen Systems geradezu an. Das Zweite ist, dass wir natürlich sehen, und da bin ich bis heute empört über das, was das RKI uns da als Ei ins Nest gelegt hat, auch dort ohne Not aus der Katastrophenmedizin-Sicht heraus zu formulieren, dass man im Falle eines Personalnotstands auch Pflegekräfte sogar mit einer Infektion in die Behandlung anderer infizierter Personen geben kann. Das halte ich für absolut empörend, weil man auch an der Stelle sagen muss, das kann im Katastrophenfall der Fall sein, aber wir haben diesen Katastrophenfall in Deutschland gar nicht. Und das Zweite ist, das ist eine Signalwirkung an diese Berufsgruppe, wo man einfach nur sagen kann, das ist der Aufruf, wahrgenommen zu werden als Person, für die man auf der einen Seite auf dem Balkon klatscht und auf der anderen Seite sollen sie verheizt werden.
Das kann man überhaupt nicht tolerieren. Da gibt es auch gar keine Notwendigkeit für. Und da muss man vehement dagegen antreten. Und das beides zu einem Zeitpunkt, wo man eben sagt, das ist noch überhaupt nicht die Notwendigkeit. Dann gibt es noch einen dritten Punkt. Auch das wird im Prinzip überhaupt gar nicht wahrgenommen. Also, oder bleibe ich mal bei diesem zweiten Punkt. Diese Überlegung vom RKI zu sagen, bei Personalmangel. Jetzt muss man natürlich sagen, der Personalmangel in der Pflege ist die Normalität. Das heißt, es gibt überhaupt nichts anderes außer Personalmangel. Also ist es der Aufruf dazu, dass Tür und Tor geöffnet wurden, um genau so etwas machen zu können. Und das nennt sich dann jetzt im Moment freundlich zum Beispiel Pendelquarantäne. Ja, das eigene Kind muss abgeschirmt werden in einem eigenen geschlossenen Raum. Die Mutter als Krankenschwester soll aber weiter zur Arbeit gehen. Absolut aberwitzig. Und der dritte Punkt, den man ja beobachten konnte, ist, dass an der Stelle zum Beispiel sowas, was die Berufsgenossenschaft vorschreibt, nämlich zu sagen, unter FFP2-Maske kannst du 75 Minuten arbeiten und danach brauchst du 30 Minuten Erholung. Ich kenne kein Krankenhaus in Deutschland, in dem das auch nur ansatzweise überhaupt diskutiert, wahrgenommen oder empfohlen würde. Also dass man sagt, das ist eine so massive Überanstrengung und Verstärkung der Bereiche in der Pflege. Und da werden die Pflegenden in den Momenten, wo sie vulnerabel sind, werden sie schutzlos gelassen. Und das empört mich nachhaltig. Was sagt die Runde dazu, ja, vielleicht die Politikvertreterin in unserer Gesprächsrunde? Möchten Sie sich dazu äußern? Ja, ich kann mich dem weitgehend anschließen. Wir haben ja vor kurzem im Bundestag einen Antrag eingebracht zum Thema, also jetzt wirklich auch für die aktuelle Corona-Situation für die Intensivpflege. Ich gebe Ihnen völlig recht, wir brauchen dringend, vor allem, wie gesagt, nur jetzt erstmal für die Intensivpflege, in anderen Bereichen gilt es auch, aber jetzt ist ja dort besonders dringend, dass wir tatsächlich Personalbemessung brauchen, die sich am Pflegebedarf ausrichtet. Und wir haben hier gerade im Bereich der Beatmungssituation, der akuten Corona-Infektion tatsächlich auch einen sehr intensiven Personalbedarf. Und der muss natürlich auf der Intensivstation sich auch in der entsprechenden Personalbemessung niederschlagen. Also muss auch nochmal besonders gerade jetzt in der Pandemie berücksichtigt werden. Wir haben ein paar Vorschläge gemacht, ich will jetzt gar nicht auf alle eingehen, aber ich glaube, dass wir ganz dringend auf die Frage, kann man nicht einfach andere Pflegefachkräfte, die auch von anderen Stationen sind, jetzt auf die Intensiv holen? Und da sagen wir eindeutig nein. Aber man kann natürlich, wenn man vernünftige Konzepte dafür hat, das heißt ein Delegationskonzept erarbeitet, wo die Intensivpflegefachkräfte Teams anleiten, ausbilden und entsprechend auch in die Arbeit integrieren können, also auch koordiniert werden durch die Intensivpflegefachkräfte. Das kann man machen. Dafür gibt es ja auch Modelle, auch übrigens aus anderen Ländern, wie man in Notfallsituationen tatsächlich Fachpflegekräfte mit ausgebildeten Fachkräften aus anderen Bereichen, aber eben mit einer entsprechenden Nachbildung und Schulung eben einsetzen kann. Und der zweite Punkt, den ich aus dem Antrag nochmal besonders erwähnen möchte, ist, dass wir ganz dringend eine Definition von pflegerischen Vorhalteaufgaben brauchen. Das heißt, Bereiche, wo tatsächlich die Pflege auch eigenständig Verantwortung übernehmen kann und auch eigenständig handeln kann. Wir haben in den absurdesten Bereichen die Notwendigkeit, dass eine Pflegefachkraft überhaupt erst einen Arzt fragt, obwohl es eigentlich um ihre eigenen Fachzuständigkeiten handelt. Und das ist ja, was vorhin schon mal kurz angesprochen wurde, mit Delegationsprinzipien. Das wird ja schon seit Jahren diskutiert in Deutschland und jetzt auf den Intensivstationen, aber auch in der sonstigen Versorgung wird es deutlich, dass Pflegefachkräfte ihre eigenen Ausbildungsinhalte und Fort- und Weiterbildungsinhalte eigenständig, eigenverantwortlich ausführen können müssen. Und dann sind wir wieder bei der Pflegekammer, weil natürlich müssen solche hoch ausgebildeten Pflegekräfte registriert sein, auch für Notfallreserven zum Beispiel. Wir wissen ja gar nicht, wer von den ausgebildeten Intensivfachkräften
Fachkräften halbtags arbeitet oder gerade Elternurlaub ist oder so. Das wissen wir alles gar nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht, welche Potenziale wir überhaupt haben und wie wir sie ansprechen könnten, um sie zum Beispiel auch in Notfällen wieder zu mobilisieren oder dazu bringen, von halbtags auf dreiviertel aufzustocken und so weiter. Das heißt, wir brauchen ganz dringend eine gut aufgestellte fachliche Pflege mit ganz klaren Kriterien, sowohl dessen, was eine ausgebildete Pflegefachkraft ist, einerseits, aber auch darauf zu achten, dass sie eben in ihre Arbeiten tatsächlich eben auch eigenverantwortlich machen können. Das gibt in allen Bereichen, nicht nur auf der Intensivstation, ganz besonders in der ambulanten Pflege, gibt es Zeit- und Arbeitsverluste und wirklich auch zu Lasten der Pflegebedürftigen, weil die Pflegefachkräfte nicht tatsächlich das eigenständig ausführen können dürfen, was sie selber gelernt haben und dafür Rezepte brauchen von Ärzten, die wieder den Patienten oder den Patienten vielleicht schon noch, aber nicht den aktuellen Gesundheitszustand sehen und die Tätigkeiten, die dort ausgeführt werden, in ihrer Ausbildung nie gelernt haben. Wir müssen endlich dazu kommen, dass in Deutschland die Fachpflege zu einer anerkannten, eigenständigen Berufsgruppe wird, die in Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsberufen patientenorientiert arbeiten kann. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird aus dem, die Befürchtung teile ich, ist auch die Rückmeldung, die ich aus vielen, vielen Bereichen bekomme. Die Leute, die dort in diesen überlasteten Bereichen arbeiten, die haben endgültig die Nase voll. Und es sind gut ausgebildete Menschen, die werden gerne genommen in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, aber sie sind dann weg aus der Patientenversorgung, wo wir sie so dringend brauchen. Ja. Ich möchte Ihnen da gerne unmittelbar zustimmen, weil das natürlich nicht nur die Intensivpflege betrifft. Das betrifft die ambulante Pflege, das betrifft die Psychiatrie, das betrifft die Palliativpflege und weitere Bereiche mehr, wo wir dadurch, dass Verantwortung übernommen wird und natürlich auch die Diversität dieser Fachgebiete ja sehr viel höher ist als noch vor 20 Jahren, dadurch aber auch sehr, sehr attraktive Pflegetätigkeitsfelder natürlich entstehen, die wir eigentlich momentan ein bisschen ungenutzt dort liegen lassen für die Pflegenden. Wenn wir das etwas weiter spinnen in die Attraktivität der Berufsausbildung zu jetzt Pflegefachfrau, Pflegefachmann seit diesem Jahr, können wir dort nahtlos anknüpfen. Es gibt jetzt die generalistische Ausbildung, die auch geradezu danach ruft, weitere Regelungen der Fachspezialisierung, die später notwendig ist, um die Patienten gut versorgen zu können, einzufordern. Gerade auch das nochmal auf akademisches Niveau zu schieben. Wenn Sie Ihrerseits, und jetzt nehme ich Sie beim Wort, Frau Schulz-Asche, dort in der politischen Landschaft Stimmung machen können, dass die Länder auch einheitlich tatsächlich zumindest an dem Strang ziehen, Pflegekammern zu errichten und ihnen die entsprechenden Aufgaben zu übertragen, wäre der Pflege und auch der Intensivpflege, wenn jetzt nicht jetzt im Dezember akut, aber doch mittelfristig sehr schnell geholfen. Weil wir plötzlich nicht mehr, auch als Bildungseinrichtung mit einer Regierungspräsidium und einer Verwaltungsangestellten darüber sprechen, wie eine Intensivpflegeprüfung abzulaufen hat, um mal ein Beispiel herzunehmen hier, sondern wir würden mit Pflegenden darüber sprechen, die das auch mitverantworten. Ähnlich ist es ja in der Ausbildung auch geregelt. Was dringend dafür notwendig ist, und jetzt nehme ich Sie erneut beim Wort, weil wir ja hier auch über Geld immer wieder sprechen, ist in der Finanzierung dieser, gerade auch der Weiterbildung, nochmal ganz anders den Blick hinzurichten. Wir haben momentan keine bequeme und auskömmliche Finanzierung von Pflegefachweiterbildungen, von Pflegestudiengängen und alles das, was wir brauchen, um eine hochwertige Patientenversorgung auch darstellen zu können. Da hängt sicherlich ganz viel Thema dran, aber das ist mal die Mindestforderung, dass wir das, was wir fürs Patientenbett denn einfordern, Sie haben es gerade die Fachkrankenpflege genannt auf der Intensivstation, auch die Finanzierung darlegen und sagen, das muss doch eigenständig finanziert sein. Wenn ich qualitativ schon fordere, dass es diese Qualifikation gibt, muss ich auch dafür sorgen, dass sie finanziert wird und dass wir da nicht mit Krankenhausbetreibern dann noch diskutieren müssen, wie denn diese Weiterbildung zu finanzieren ist. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Als nächstes könnte die Pflegekammer ohne weiteres regeln, dass auch jeder, der am Patientenbett arbeitet, gar nicht erst in eine Qualifizierungslücke hineinkommt, indem man regelmäßige Fortbildung vorschreibt, indem man das einfach einfordert. Jemand, der aktiv in der Pflege arbeitet, sollte aktuell orientiert sein und weiteres mehr.
Darüber würden wir die Ausbildung so attraktiv machen, dass schlussendlich, jetzt ein bisschen amerikanisch betrachtet, dass das Geld so ein bisschen auch der Fachlichkeit und der Leistung ja folgt, würden wir auch die Bezahlung attraktiver machen auf lange Sicht. Vielleicht nur ein ganz kleiner Einwurf. Ich bin ja Mitglied der Pflegekammer Rheinland-Pfalz geworden, nachdem die Abstimmung in Hessen, für die ich ja wirklich sehr lange gekämpft habe, negativ ausgegangen ist. Ich war eins der ersten Mitglieder, ja. Ja, ich bin aus Protest in die Pflegekammer Rheinland-Pfalz eingetreten und fühle mich seitdem bestens informiert und kann nur, wie gesagt, es ist für mich ein ganz großes Anliegen, weil ich glaube, dass es eine der wichtigen Voraussetzungen ist, überhaupt auf der Ebene der Verteilung von Aufgaben im Gesundheitswesen mitsprechen zu können. Gebe ich Ihnen völlig recht. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal auf zwei Dinge aufmerksam machen. Das eine ist, die Gesetze folgen ja schon lange nicht der Realität. Also das heißt, wir wissen seit Ewigkeiten, dass Pflegekräfte auf Intensivstationen selbstverständlich eigenverantwortlich viele Dinge steuern, die sie offiziell nicht dürfen, weil sonst würde eine Intensivstation schlicht und ergreifend überhaupt nicht funktionieren. Ja, sonst bräuchtest du genauso viele Ärzte, wie du Pflegekräfte bräuchtest, wenn du halt sagst, irgendwie, wie ist das denn mit dem Perfusor? Wann wird der denn höher gestellt? Wie ist das denn mit der Beatmung? Wann wird die denn durch wen wie angepasst? Also das eine ist, der erste Schritt wäre ja mal, die Realitäten einfach nur zu nehmen und zu sagen, die werden mal legalisiert. Also das, was da tatsächlich real stattfindet, wird auch auf einmal legalisiert, nämlich dass Pflegefachkräfte so etwas auch formal dürfen, obwohl sie schon seit 20 Jahren durchführen. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Das Zweite, was ich noch einwerfen möchte, ist, dass wir hier jetzt sehr stark natürlich die Intensivpflege fokussieren vor dem Hintergrund Intensivstation in einem Krankenhaus. So, jetzt müssen wir aber mal zur Kenntnis nehmen, dass sich die Intensivstation, die Intensivbehandlung nicht mehr auf das Krankenhaussystem selbst beschränken lässt, sondern längst Einzug gehalten hat in den ambulanten Sektor mit den vielen, vielen außerklinisch beatmeten Patienten und Patientinnen. Und auch für die brauchen wir eine ganz hochwertige Versorgung. Da haben wir ein Downsizing und ein Downgrading der Anerkennungsmöglichkeiten und auch der Qualifizierungsnotwendigkeiten erlebt, wie sich das wirklich noch nie dargestellt hat. Also das heißt, vor 20 Jahren konnte man ohne eine Intensivpflegefachweiterbildung, durftest du da überhaupt nicht dran an die Patienten. Heute reicht es aus, wenn du einen Crashkurs gemacht hast und dir irgendjemand mal kurz erklärt hat, was der Unterschied zwischen selber atmen und beatmen ist. Also das ist irgendwie schon abenteuerlich. Und deswegen brauchen wir natürlich genau die Personen, für die der Tillmann Müller-Wulff ja hier auch einsteht. Also zu sagen, wir brauchen doch fachqualifizierte Personen auch in der Aufsicht, in der Anleitung, in dem Weiterbehandeln. Das brauchen wir auch für die außerklinische Intensivversorgung. Und da bin ich an dieser Stelle vielleicht einfach mal ein ganz herzliches Dankeschön an die DGF, die sich diesem Thema jetzt auch zuwenden wird und das unterstützen wird, dass wir da auch einmal genauer hingucken können, um zu sagen, wie sieht denn eigentlich dort der Fachkräftebedarf aus? Wie sieht die Arbeitssituation aus? Wie ist denn die Patientenversorgung? Denn eine Nebenwirkung unserer modernen Intensivversorgung ist doch, dass wir die Patienten gar nicht mehr im Krankenhaus behalten, sondern sie werden unter Beatmung in den ambulanten Sektor entlassen und dort herrschen dort abenteuerliche Zustände und teilweise extrem gute. Also wir haben da eine hohe Spreizung und die müssen wir uns anschauen. Teilweise, wenn ich das kurz ergänzen darf, Michael, teilweise natürlich sowohl in den ambulanten Sektor als auch in wirklich in pflegestationäre Einrichtungen, die da auch nicht vorbereitet sind, weil das ist natürlich etwas, die eben sich mit außerklinischer Intensivpflege auch nicht besonders gut auskennen. Ja. Ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte, wo man nochmal genau hinschauen muss. Ich würde gerne... Das ist ein wichtiger Aspekt, um darauf noch ganz kurz noch zu antworten, dann bin ich still. Und dann müssen wir uns wirklich angucken, was wird denn im IPREC im Prinzip dann vorgeschlagen, also in dem Gesetz. Also wer darf denn da dann wieder darüber entscheiden, wie Patienten in ihrer Häuslichkeit leben oder nicht leben? Und auch das ist dann wieder teilweise weg von Realitäten, wo man natürlich sagen kann, und das ist wieder die Aufnahme von dem, was Tillmann eben sagte, die Kapazität, die Fähigkeiten von Pflegekräften werden doch hoffnungslos unterschätzt in diesem Land. Also es gibt diese schöne Denkschrift der Stiftungen, die benannt wurde, Pflege kann mehr. Und das sollten wir einfach nutzen.
Wobei man sagen muss, ich bin da bei dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, der außerklinische Beatmungsmarkt ist geradezu ein Eldorado für Menschen, die sich auch mit halbseidenen oder unethischen Ansätzen dem Patienten und der dortigen Situation widmen. Also man muss da schon genau hingucken, das ist ein wichtiger Punkt, aber natürlich unter Bewahrung der Patientenrechte auf ein selbstbestimmtes Leben und unter Beachtung der hohen Fachlichkeit der pflegerischen Kollegen. Also das finde ich schon wichtig, aber ich möchte schon an der Stelle sagen, wir haben da auch viel Wildwuchs erlebt und wir haben viel erlebt von Menschen, die sich da um Patienten gekümmert haben, wo wir zu Tode erschrocken sind und gesagt haben, dieser Markt muss nochmal genau angeguckt werden, was da in manchen Wohnzimmern und Betten und Schlafzimmern passiert, ist ein Albtraum. Ich möchte gerade aber gerne an der Stelle nochmal zurückkommen, irgendwie auf die, weil mir das so sehr am Herzen liegt. Wir haben gerade jetzt im Moment, ist die Pflege in aller Munde und es heißt immer, wir haben zu wenig Pflegekräfte in Deutschland. Und das ist ein Ammenmärchen. Das stimmt nicht. Wir haben viele Pflegekräfte in Deutschland. Aber wir haben Arbeitsbedingungen in den meisten Feldern in der Pflege und auch gerade in der klinischen Pflege, wo man sagen muss, wir treiben die pflegerischen Kollegen geradezu aus dem pflegerischen Umfeld. Und wir können gar nicht so schnell jetzt reagieren mit Steigerungen der Ausbildungszahlen. Das halte ich nach wie vor auch für richtig, zu steigernden Ausbildungszahlen. Aber das löst unser Problem nicht. Und vor allem, es löst unser Problem erst in 3 oder 4 Jahren. Der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt hingehen und sagen, die Arbeitsbedingungen innerhalb der Pflege, sei das jetzt klinisch oder außerhalb der Klinik, muss so verbessert werden, dass die ganzen Aussteiger aus diesem Beruf zumindest in Erwägung ziehen, wieder zurückzukommen. Und die ganzen Menschen, die unseren Beruf benutzen als Trittbrett, um danach Medizin zu studieren, und das ist alles volkswirtschaftlich ein Albtraum, dass die aufhören, diesen Blödsinn zu machen. Sondern dass man sagt, ich kann in der Pflege eine Karriereleiter erklimmen, ich kann da Geld verdienen, aber vor allem, ich habe ein Arbeitsumfeld, in dem ich gesund bin und gesund bleiben kann und wo ich sagen kann, da kann ich eine Lebenskarriere in der Pflege planen. Das ist für mich extrem wichtig, dass wir das erreichen und dass wir auch diese Botschaft an die Politik bringen, weil im Moment ist wirklich, Frau Schulz-Aschee, Sie verzeihen mir, wenn ich immer die Politik sage, aber im Moment ist es ein Stück weit wirklich so, man hört immer, ja, wir müssen mehr ausbilden, wir müssen sonst irgendwas, aber der eigentliche Punkt, der auf der Hand liegt, verbessert die Arbeitsbedingungen der Pflege vor Ort. Das ist der Punkt, wie wir auch den Pflegenotstand in Deutschland relativ zügig beheben können. Aber ist es nicht auch, Thomas, ist es nicht auch ein Kreislauf? Das eine bedingt sich ja gegenseitig ein Stück weit. Das heißt, wir haben im Moment eben zumindest gefühlt von den Pflegenden miserable Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen. Und die Pflegenden erleben es so. Ob es tatsächlich so ist, ist eine andere Frage. Aber das Erleben der Pflegenden ist natürlich im Moment desaströs. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie gehen die Krankenhausträger auch damit um? Weil auf der einen Seite haben wir natürlich die Politik und wir haben auch die Krankenhausträger, die ja jahrelang, das ist ja mittlerweile, geben das ja auch Verwaltungsdirektoren offen zu, dass sie jahrelang praktisch Erlöse aus der Krankenversorgung eben nicht in das Personal, in das Pflegepersonal gesteckt haben, sondern letzten Endes zum Kauf des dritten MRTs oder auch zur Verschönerung. Das alles kennen wir, das wissen wir. Und ich glaube, es ist bei einigen Krankenhausträgern immer noch nicht angekommen, dass die Pflegenden die wertvollste Ressource sind, die sie überhaupt haben im Krankenhaus. Wenn sie diese Ressource nicht nutzen, dann werden sie ein Problem auch im Konkurrenzkampf haben. Luther, die Lösung habe ich vorhin gesagt. Gib verbindliche Regeln und sag, nur wenn ihr Personal habt, dürft ihr die Betten betreiben. Was glaubst du, wie schnell die verschiedenen Krankenhausträgergesellschaften sich darum bemühen würden, dass sie eine Leitkultur im Unternehmen haben, die ihre Mitarbeiter zu pflegen? So schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, weil wenn die Pflegenden nämlich weggehen, weil die sagen, hier will ich nicht arbeiten, hier bin ich nicht wertgeschätzt, dann kannst du die Betten nicht betreiben. Voilà. Aber das ist der Schritt. Diesen Schritt muss die Politik gehen. Da muss man sagen, Freunde, wenn ihr, und das gibt es in Kalifornien, Ähnliches, ist das durchgesetzt. Da gibt es eine Pflegepersonaluntergrenze, da gibt es aber vorher auch eine Leistungserfassung, wo es heißt, mit so und so viel Personal könnt ihr das und das betreiben. Und wenn ihr da drunter geht, spätestens die Untergrenze ist die rote Linie Feierabend. Und das ist machbar. Es fehlt nur im Moment der politische Wille. Und mir ist es wichtig, hier und heute wirklich ganz klar zu sagen, wir müssen
dieses Signal in Richtung der Politik aus unserer Profession, aber auch in der Dialog mit den politischen Kollegen klar machen, jetzt haben wir nicht mehr lange Zeit, noch umzutaktieren. Wenn wir jetzt noch anfangen, 2 oder 3 Jahre über Bezahlung zu reden oder sonst was, kriegen wir ein böses Erwachen, ähnlich zu den Amerikanern, wie die es 80, 82 hatten, wo die Pflege fluchtartig aus den Kliniken gegangen ist. Ja, ein Krankenhaus ohne Pflege ist kein Krankenhaus. Ja, aber die eigentliche demografische Entwicklung, die haben wir erst noch. Ja, also das heißt, wir tun jetzt dauernd so, als gäbe es irgendwie eine Lösung, den Fachkräftemangel zu beheben durch irgendeine komische oder durch eine Idee. Es gibt ja nicht die eine Idee. Das eine ist, wir blicken auf 15 Jahre Tätigkeitslosigkeit und Ausbildungs sozusagen Stagnation in der Krankenpflege. So, das ist ein Fehler, der ist in der Vergangenheit, warum auch immer, da gibt es nicht den einen Akteur. Das ist ein, wie immer bei schwierigen Problemen, es gibt nicht einen Schuldigen, sondern es ist ein Systemversagen, was wir da attestieren können. Das werden wir nicht mehr auffangen können. Das ist jetzt einfach da. Das Zweite, was wir natürlich sehen, irgendwie, wir gehen momentan davon aus, dass ungefähr 30% der Pflegekräfte auf einer Intensivstation über 50 Jahre alt ist, mindestens. Ja. Und das heißt, die Demografie, die wird uns da nachhaltig natürlich noch Gedanken machen. Denn im Moment haben wir Leute, die sind seit 25 Jahren, arbeiten in diesem Sektor, die haben alles gesehen, die können alles, die haben eine Berufserfahrung, die ist ganz immens. Und da kannst du auch nicht jeden reinstecken und danach sagen, jetzt spielen wir mal Jugend trainiert für Olympia, sondern du musst ja gucken, wie kriegst du diese Wissensbasis, die diese erfahrenen Pflegekräfte haben, wie kriegst du die über Tandemsysteme im System gehalten, wie kriegst du das Wissen weitergebracht in die nächste Generation, denn vieles davon ist so viel Erfahrungswissen, das können wir auch gar nicht lehren, das können wir auch an den Hochschulen gar nicht lehren, das hat was mit einer Sensitivität zu tun, die kriegst du nur hin, wenn du im Beruf stehst und wenn du das jeden Tag erlebt hast. Und da müssen wir uns Gedanken drüber machen, wie kriegen wir die älteren Mitarbeiter auch so eingebunden, dass wir von dem Wissenshorizont weiter profitieren können, vielleicht auch ohne, dass sie in dem Maße in der eigentlichen Versorgung verschlissen werden, sage ich mal. Ja, also das sind alles Modelle, wo wir ran müssen. Da müssen wir ran und dann können Pflegekräfte, dann kann daraus ein Schuh werden. Ne? Aber mir ist das auch immer zu wenig zu sagen, wir müssen jetzt mehr ausbilden. Das wird uns gar nicht gelingen. Die Demografie in der Pflege kommt erst noch. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt. Gleich möchten wir nämlich den zweiten Teil dieser Runde einläuten. Das ist der Presseteil bei meiner Kollegin Nina Meckel, der Pressesprecherin der DIVI, sind bereits zahlreiche Fragen aufgelaufen. Und damit läuten wir sozusagen gleich die Fragerunde im zweiten Teil ein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Herzlichen Dank für diese angeregte Diskussion und bis gleich. Ich muss mich eigentlich entschuldigen, dass ich hier reinrotiert bin, aber es sind eben so viele Fragen der Presse aufgelaufen, dass ich diesen wunderbaren Talk jetzt unterbrechen musste. Die wichtigste Frage an Sie alle, jetzt sehe ich Sie leider gar nicht. Wunderbar, alle dabei. Die wichtigste Frage, die sich hier immer wieder im Pressepostfach widerspiegelt, wie wird es jetzt konkret umgesetzt? Also wo sind die Pläne? Erstens, zweitens, drittens, was gehen wir als erstes an? Herr Pfannenhofen, vielleicht an Sie als Ersten. Naja, ich habe mich ja relativ deutlich geäußert in der Sitzung. Also aus meiner Sicht, ich habe das auch gesagt, aus meiner Sicht ist die Politik jetzt am Zug. Die Pflegenden und auch die Pflegeorganisationen, die Pflegeverbände haben sich mannigfaltig geäußert und haben versucht, Vorschläge zu machen.
Aus meiner Sicht brauchen wir jetzt eine politische Bundesinitiative, die vom BMG ausgehen muss, wo die Pflege und nicht andere Menschen, die über die Pflege reden, sondern wo die Pflege eingebunden wird und wo man letztendlich dann darüber spricht, wie kommen wir vorwärts im Bereich, ob GBA-Sitz, Pflegekammer, Bundespflegekammer, das, was ich gerade gesagt habe, Modifikation der Pflegepersonaluntergrenzen mit den dementsprechenden Anreizsystemen. Und ich kann wirklich nur dringend an die Bundespolitik hier appellieren, hier aktiv zu werden, das auch nicht auf die Länderebene zu packen, sondern zu sagen, das ist ein Bundesproblem und dieses Problem muss auch vom BMG angefasst werden. Also erster Schritt Bundespflegekammer, Herr Vannenhoven. Aus meiner Sicht einer der zentralen Punkte, die wir umsetzen müssen, damit die Pflege eine Stimme hat und dann direkt gefolgt von einem Sitz im GBA. Wobei ich kurz ergänzen darf, weil die Bundespflegekammer ist ja im Grunde genommen kann sich ja nur bilden, wenn wir mehrere Landespflegekammern haben. Ich glaube, nur dann ist das organisatorisch auch sicherlich sinnvoll. Wir haben eine Bundespflegekammer, also besteht im Moment im Grunde genommen aus Vertretern von zwei Landespflegekammern und dem Präsidenten des Deutschen Pflegerates. Also da wäre dringender Handlungsbedarf auch auf Länderebene notwendig. Also nur als Ergänzung. Bundespflegekammer, Landesärztekammer. Mein Gott, Landespflegekammer. Genau, vielleicht kann ich dazu was sagen, weil ich glaube, wir müssen uns sehr klar machen, dass auch die jetzige Bundespflegekammer ist ja als eine Vereinsstruktur, das ist übrigens bei der Ärztekammer auch so, ist auch völlig okay, dass die Leute, die dort aktiv sind im Moment, dass die das alle mehr oder weniger ehrenamtlich machen. Und bei dem Aufwand, der jetzt gerade auch ansteht, was die Definition des Berufs angeht, ist es meiner Meinung nach gar nicht mehr zu gewährleisten, dass die zwei Pflegekammern, die noch drin vertreten sind, oder aus dem Pflegerat, das sind ja alles ehrenamtliche Aktivitäten, übrigens auch in den Gesundheitskonferenzen der Länder, wo über die Versorgung gesprochen wird, da sind auch Pflegeräte drin, die alle ehrenamtlich arbeiten und das nebenbei machen. Also das sind wirklich Zustände, die man nicht mehr akzeptieren kann. Wir haben jetzt für den jetzigen Bundeshaushalt, also für 2021, haben wir einen Antrag gestellt, tatsächlich für eine Anschubfinanzierung einer Bundespflegekammer, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch darum geht, dafür zu werben, wofür eigentlich so eine Bundespflegekammer notwendig ist. Wir haben ja gesehen, dass es starke Gegenbewegungen gibt, vor allem leider von der Gewerkschaft, in der ich auch Mitglied bin, aber die Bevölkerung überhaupt nicht weiß, worüber wir da eigentlich sprechen. Und ich glaube, dass wir einen breiten Konsens brauchen in der Bevölkerung, dass wir Pflege stärken müssen, damit wir in Zukunft auch in demografischer Hinsicht eine gute Versorgung haben. Und dazu braucht man eben wirklich ein professionelles, gut finanziell abgesichertes Sprachrohr. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt eine Anschubfinanzierung für die Bundespflegekammer so aufzustellen, damit sie wirklich in der Lage ist, in den nächsten Monaten professionell die Pflege und die Bedeutung der Pflege in Corona-Zeiten, aber eben auch darüber hinaus darzustellen und auch wirklich professionell zu begleiten. Das ist im Moment wirklich nicht möglich, außer durch Selbstausbeutung. Und das kann man von Menschen, die in der Pflege arbeiten, nicht verlangen. Das machen die schon viel zu oft selbst eigenständig. Ich glaube, wir müssen von der Politik wirklich dafür sorgen, dass wir jetzt eine professionelle Aufstellung der Fachpflege bekommen, um diese ganzen Diskussionen wie heute, die ja immer wieder geführt werden, wo sich alle, die engagiert sind in dem Bereich, auch immer wieder für die gleichen Instrumente aussprechen, dass wir da endlich mal vorankommen. Also es wird so ein bisschen immer nach dem Punkteplan gefragt. Also Sie sind ja jetzt sich alle einig, was passieren soll. Vielleicht können Sie es einfach nochmal subsumieren, damit wir so erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens formuliert bekommen. Dann haben wir doch schon einen wunderbaren Essenz dieser Diskussionsrunde auf dem Tisch liegen. Ja, vielleicht also das noch ergänzen. Ich habe ja Bundespflegekammer gerade erwähnt. Wir haben einen Antrag eingebracht, wie ich schon erwähnt, was aus unserer Sicht notwendig ist, jetzt sofort in der Intensivpflege. Vielleicht sind das schon mal zwei erste Schritte von meiner Seite. Und jetzt ziehe ich mich gern zurück, weil die Praxis ja sehr viel mehr gefragt ist. Herr Müller-Wolf, Sie waren, glaube ich, derjenige gerade. Gottes Willen, bitte. Nein, jemand hatte gerade noch die Stimme erhoben. Ja. Also ich glaube, man muss die unterschiedlichen Ebenen nochmal betrachten. Es lässt sich eben leider nicht in ein einfaches Kochrezept schreiben. Das wäre schön und dann wären wir tatsächlich alle zu gering bezahlt, wenn wir jetzt die Lösung in fünf Punkten hier und heute hätten.
Ich glaube, es gilt, auf die Ebenen der Politik zu schauen. Das haben wir jetzt gerade sehr ausführlich getan, die letzten 10 Minuten. Da ist, glaube ich, die Einigkeit ganz klar da, dass die Landespflegekammern regulative Rechte haben, ganz dringend benötigen, damit die Pflege hier vertreten und aber auch administriert werden kann. Wir haben den zweiten großen Punkt, wir brauchen dringend mehr pflegerische Versorgungsforschung, sowohl in den Häusern als aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Was brauchen wir überhaupt für Pflege? Wir sprechen im Moment ganz ehrlicherweise über Qualifikationen und Patientenversorgungsmodelle, die wir gar nicht schlussendlich bis zu Ende untersucht haben. Das ging auch bisher so noch gar nicht, aber wir sollten es nicht aus den Augen verlieren, dass wir das auch anschauen. Sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, als auch vor allem qualitativ. Was brauchen wir denn wirklich für eine gute Patientenversorgung in zum Beispiel der Intensivmedizin? Also die Forschung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich halte es tatsächlich für geboten, dass man auch auf die Krankenhaus- und Betreiber, ja, dann Unternehmensebene schaut. Ich glaube, hier würde ich das eher ein bisschen positiver darstellen als bisher in der Diskussion. Ich glaube, die Krankenhäuser sind sehr wohl aufgewacht. Die Krankenhäuser haben auch dafür gesorgt, dass ein moderneres Management einzieht in den letzten 20 bis 15 Jahren. Da hat sich also sehr, sehr viel getan. Das heißt, die sind sehr wohl dabei, strategische Personalentwicklung durchzuführen. Die sind sehr wohl dabei, Bildung auch zunehmend als ein Invest zu betrachten in die Zukunft und nicht nur als eine finanzielle Bürde. Und ich glaube, das Wort der Pflegelast, das ja aus der DRG-Finanzierung mal rauskam, das ist auch nicht mehr etwas, was wir heute benutzen sollten. Und ich glaube, auch das ist angekommen. Das heißt, die Krankenhausebene muss jetzt mit kreativen Ideen starten, wie Herr Ulrich ja auch richtig sagte, wie kann ich denn meine Pflegenden halten? Ob das der Magnetansatz ist oder ob das bei uns in der regionalen Klinikenholding ist, dass wir versuchen, einen wirklich erweiterten Skillmix mit verschiedenen Pflegekompetenzstufen bis hin zum Doktorat in der Pflege umzusetzen. Da hat jeder, glaube ich, seine Ideen und diese Strategien dürfen ja auch dann konkurrierend gegeneinander ein bisschen sich entwickeln. Das ist ja auch ganz gut so. Und dann brauchen wir sicherlich noch die Ebene der Pflege. Kammer, Entschuldigung, nein, die hatten wir schon, der politischen Unterstützung und der Förderung von Aus- und Weiterbildung aus meiner Sicht. Hier kann zum Beispiel ein Verband wie die DIVI ganz klar vorgeben, aus der Patientenversorgungsperspektive heraus, was muss denn eigentlich das Mindestmaß sein, das ich am Intensivbett oder am Patient benötige. Und die Politik muss das dann aber auch nicht nur als Lobbyverbandsäußerung betrachten, sondern tatsächlich in ein qualitatives Measure umsetzen, damit wir das in der Patientenversorgung anwenden können. Ich habe noch eine ganz konkrete Frage vorliegen vom Herrn Pieper von der Deutschen Welle, der gerade ein Exposé produziert für den Hörfunk über einen mexikanischen Intensivpfleger, der hier nach Deutschland gekommen ist. Und er möchte ganz konkret von Ihnen in der Runde wissen, wie wichtig sind denn die Intensivpfleger, die aus dem Ausland angeworben werden? Können wir die vernachlässigen? Sind die wahnsinnig wichtig? Müssen wir uns mehr darum kümmern? Herr Tillmann-Müller-Wolf, vielleicht als Erster an Sie diese Frage. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass wir jetzt nicht antworten, wir sollten sie vernachlässigen. Um Gottes Willen, jeder, der motiviert ist, bei uns im Gesundheitswesen eine verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen, den sollten wir fördern, den sollten wir bei uns aufnehmen mit offenen Armen. Das ist doch selbstverständlich. Ist auch überhaupt kein Problem. Ich bin nur auch der Meinung, dass man das auch kritisch betrachten muss. In der Frankfurter Rundschau wurde diese Woche der Begriff des neuen Pflegeimperialismus gewählt in einem Artikel von einem Journalist. Wir müssen sehr genau aufpassen, dass wir natürlich nicht dafür sorgen, dass an anderen Orten der Welt zu wenig Pflege dadurch entsteht, dass bei uns ein höherer Bedarf dort ist oder vorhanden ist. Das ist sicherlich eine moralethische Fragestellung, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Diejenigen, die aber hier sind und mit uns arbeiten wollen, die sollen das natürlich zu besten Bedingungen tun können und um die sollen wir uns natürlich kollegial kümmern. Aber ich glaube, das ist eine Frage auch der Integration und des kulturellen Miteinanders, die eigentlich selbstverständlich ist, auch in medizinischen Berufen. Herr Ulrich, ich würde Ihre Meinung gerne noch dazu hören. Was meinen Sie? Müssen wir uns sehr intensiv darum bemühen? Kann mich dem größtenteils anschließen, was Herr Müller-Wolf sagt. Ich glaube, dass sehr wichtig ist, wir sind ja, wenn wir gerade über Anwerbung europäischer Pflegekräfte sprechen, dann, Herr Isfort hat es ja eben auch schon betont,
Europa ist ein alternder Kontinent. Und im Grunde genommen haben wir die Probleme in Italien, Spanien genauso wie hier bei uns. Das heißt, wir haben da teilweise noch schlechtere Bedingungen, schlechtere Personalschlüssel in den südlichen europäischen Ländern als hier bei uns. Und ich glaube, dass wir, wenn der Begriff eben aufgetaucht ist, Pflegeimperialismus, dass wir auch gerade auch eine ethisch-moralische Diskussion hier bei uns führen müssen. Und es gibt auch vom Weltverband der Pflegekräfte ganz klare Kriterien dafür, dass man eben nicht sozusagen Anwerbungen aus Regionen betreibt, wo Pflegekräfte auch dringend benötigt werden. Also ich glaube, wir sind eines der reichsten Länder auf der ganzen Welt. Und das ist für mich ein hausgemachtes Problem. Und ich glaube, dass wir nicht dann andere Nationen und andere Nationalitäten noch schwächen müssen, gerade in der Versorgung von Schwerstkranken und Pflegebedürftigen. Herr Isford, Sie wollten sich hierzu noch äußern. Herr Isford, jetzt hören wir Sie nicht. Also das eine ist, ich nehme da immer ein Bild von Jim Knopf vor Augen. Das ist Tutor der Scheinriese. Ja, das heißt, das ist etwas, was wir immer diskutieren als Lösung, Fachkräfte aus dem Ausland. Das klingt immer nach einer großen Lösung. Und je näher man da dran geht und je mehr man sich das anschaut, umso kleiner wird diese Lösung. Das heißt, wenn wir uns nur einmal die Fallzahlen angucken zwischen 2013 und 2019, inwieweit ist die Drittstaatenintegration von Pflegekräften gelungen, trotz Balkanabkommen etc., wo übrigens die meisten herkommen und noch ein paar aus dem asiatischen Bereich, dann reden wir über ungefähr 1% der Pflegekräfte im Krankenpflegesektor. Das heißt, das ist verschwindend gering. Das Zweite ist, wenn wir uns das regional angucken, und ich stehe immer dafür, dass wir sagen, Pflege ist ein regionales Geschäft, wir müssen das regional lösen, das nutzt, also alles andere nutzt überhaupt nichts, dann sehen wir, dass diese Personen aus den Drittstaaten zu 90-95% in Ballungszentren gehen. Das heißt also, in die ländliche Versorgung, die aber genauso wichtig ist, gelingt es uns überhaupt nicht, auch überhaupt gar nicht in Ansätzen, Pflegekräfte aus dem Ausland zu integrieren oder gezielt zu holen. Das kann man in München in der LMU machen, das kann man in Nürnberg machen, das kannst du in den großen Universitätskliniken machen, in Münster vielleicht mit ein paar Leuten. Aber das hat für die Versorgung selber, spielt das überhaupt gar keine Rolle. Das gibt gute Bilder, wenn man dahin fliegt, aber mehr auch nicht. Vielleicht eine kleine Episode aus meinen Erfahrungen. Ich war vor ein paar Monaten mit mexikanischen Pflegefachkräften gesprochen, die ganz gern, also junge Leute, die gesagt haben, sie finden es sehr interessant, für ein paar Jahre mal nach Deutschland zu kommen und zu arbeiten. Und auf die Frage, wie sie denn die Arbeit hier finden, haben gesagt, ja, das wäre ihnen vorher nicht bewusst gewesen, dass sie unter Umständen durch die Arbeit in Deutschland einen Teil ihrer Qualifikation verlieren, weil sie hier diese Aufgaben nicht erfüllen können, die sie in ihren Heimatländern, hatten wir vorhin eigenverantwortliches Arbeiten und so weiter haben. Wir hatten eher die Bedenken, dass sie dequalifiziert zurückkehren. Und das, glaube ich, ist ein Punkt. Natürlich ist es toll, wenn junge Menschen in andere Länder gehen. Ich habe ja auch mein halbes Leben im Ausland verbracht mit großer Begeisterung. Das machen andere Menschen auch und das sollten wir auch nutzen. Aber sie dürfen dann nicht hier wieder zurückgehen in ihre Heimatländer und schlechter dastehen als vorher. Ja, aber man muss ja auch einfach, kann ich genau alles so unterschreiben. Also der Punkt ist doch ganz ehrlich, wir haben jetzt durch die Covid-Situation doch auch gesehen, wie vulnerabel das System ist. Also der Akquisemarkt, wenn wir jetzt mal von der Intensivpflegekraft oder von der Pflegekraft als Exportgut sprechen, um es mal jetzt etwas pointiert zu umschreiben, es geht hier ja auch um Wirtschaftskraft. Ja. Also dieser Markt ist ja im Moment zusammengebrochen. Die Kollegen in Mexiko und in Brasilien arbeiten im Moment Doppelschichten, weil die Zustände haben in ihrem Land, die können wir uns hier glücklicherweise im Moment nur schwer vorstellen. Und der Punkt ist einfach, es war von vornherein klar, und Herr Isford hat das gesagt mit der 1%-Regelung, das kann hier eine Überbrückungsmaßnahme sein und auch nur unterstützend. Das Problem der Pflege in Deutschland muss in Deutschland gelöst werden. Das können wir nicht übersehen lösen. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Herr Vandenhoven, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich muss nämlich auch leider zum Ende kommen, auch wenn ich noch sehr viel länger mit Ihnen diskutieren wollen würde. Wir werden aber gleich nochmal anschließen. Wir werden nämlich jetzt in Kürze mit zwei Intensivmedizinern, die im pädiatrischen Bereich arbeiten, noch sprechen. Denn dort stellt sich der Personalpflegemangel noch viel eklatanter dar. Fast jedes fünfte Bett ist in der Kinderintensivmedizin gesperrt.
Ich verweise schon mal auf dieses Interview, auf das ich mich gleich sehr freue, beziehungsweise meine Kollegin Eva Mehl. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Frau Schulz-Asche, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie trotz Stau und Umbauarbeiten im eigenen Haus mit dazugekommen sind. Herr Isfort, Herr Tillmann-Müller-Wolf, Herr Ulrich, Herr Vandenhoven, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Unterhaltung und wir werden bestimmt noch voneinander hören. Vielen Dank dafür. Danke, tschüss. Tschüss.